Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe weiterhin die Seite Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Und da geht es noch immer ums langfristige Investieren in Aktien von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Und heute mal ein ganz praktisches Beispiel, so ein spontanes Video. Wie kann man verhindern, dass man investiert in Verliereraktien und wie kann man es schaffen, dass man tendenziell in Gewinneraktien investiert? Und zwar langfristig. Ich mache ja jeden Monat hier eine Auswertung, eine kleine bezüglich Gewinner-Verlierer des Monats. Wir haben jetzt Anfang März, also sind jetzt die Gewinner bzw. Verlierer vom Februar dran. Und wir haben da ein ganz typisches Bild, schon idealtypisch, und deshalb mache ich hier jetzt relativ spontan ein Video. Wenn wir nämlich, ich muss hier hinscrollen, wenn wir nämlich die Verlierer uns angucken und dann schauen wir mal auf die stärksten Verlierer, dann sehen wir allesamt Verlierer, auf die man nicht hätte setzen müssen. Was meine ich damit? Wir haben zum einen hohe Dividendenrenditen bei allen drei Verlierern, zumindest auf dem Papier. Und die hohe Dividendenrendite, die lockt natürlich die Investoren an. Und was sie eigentlich abschrecken sollte, beziehungsweise was ein Warnzeichen sein sollte, das sollte eine schwache Gewinnentwicklung sein, also schwache Fundamentaldaten. Leider ist es jetzt eben so, dass die Dividendenrendite omnipräsent ist und die schwachen Fundamentaldaten nicht so einfach sichtbar sind für die meisten Investoren und auch etwas ja, schwerer zu verstehen sind. Und deshalb wird dann die Warnung im Regelfall oder oft ignoriert, während die hohe Dividendenrendite im Vordergrund steht, was dann eben dazu führen kann, dass Leute, dass Anleger tendenziell bevorzugt in solche Aktien investieren und dann, wenn es so läuft oder wenn es schlecht läuft, eben solche Ergebnisse bekommen. Also solche horrenden Kursverluste. Ich möchte jetzt mal zeigen, was ich damit meine, mit auf der einen Seite hohe Dividendenrendite und jetzt insbesondere auf der anderen Seite aber fundamentale Warnzeichen. Gucken wir uns mal diese drei Aktien im Aktienfinder an. Dann sehen wir, ich muss jetzt hier die Watchlist anwenden. Also wir haben Kraft, Leoni und TUI. Das sind die drei Aktien, um die es jetzt hier gerade geht. Das sind jetzt die drei Verlierer. Und wenn wir uns hier jetzt die Gewinnkennzahlen angucken, die sind hier grün hinterlegt, und dann sehen wir jetzt eben hier die Stabilität des Gewinns ist eben extrem, also sehr niedrig, teilweise sogar negativ oder sehr niedrig. Ab 0,7 würde ich sagen, als Daumenregel wäre die Aktie vielleicht für langfristige Investments geeignet, besser noch 0,8. Wir haben Werte zwischen 0,23, 0,35 und sogar negativ beim bilanzierten Gewinn. Und beim operativen Cashflow sieht es übers Mittel also nicht besser, beziehungsweise sogar noch schlechter aus. Das sind sogar zwei Werte negativ. Und Leoni hat 0,48, ist auch noch relativ niedrig. Was wir auch sehen, das sind so stark springende Werte bei den Zuwächsen. Hier haben wir mal 300% und hier 60% Einbruch. Hier wieder 173% nach oben. Bei Kraft Heinz eben extrem, also sehr extrem. Und aber auch bei den anderen Aktien hier mit Einbrüchen oder mit Rückgängen 17%, minus 24%. Und dann auch immer diese Abwechslungsphasen zwischen hier also starker Gewinnanstieg und dann geht es hier wieder ziemlich stark nach unten. Beziehungsweise hier haben wir einen Verlust, also einen Rückgang und hier haben wir dann plötzlich wieder einen Gewinnanstieg. Das sind alles Indikatoren für eine fehlende Stabilität bezüglich langfristigen Gewinnentwicklung. Und das sind eigentlich Aktien, mit denen wird man als langfristiger Anleger tendenziell eher unglücklich denn glücklich. Was die ganze Sache noch ein bisschen erschwert bei der Aktienauswahl, das möchte ich nicht verschweigen, das ist, dass auch, ja, sagen wir jetzt mal, langfristige Verliereraktien gute Monate haben können. Das sehen wir hier an Bilfinger zum Beispiel heißen die jetzt noch und Ceconomy, ehemals Metro, die jetzt hier zu den Gewinnern gehören im Monat Februar. Gucken wir uns die aber im Aktienfinder an, dann sehen wir, dass auch diese Aktien sehr schlecht abschneiden bezüglich der langfristigen Gewinnstabilität, gemessen hier am bilanzierten Gewinn oder am operativen Cashflow. Und wir sehen auch, wenn ich jetzt mal eine dieser beiden Aktien anklicke, nehmen wir mal hier die Ceconomy zum Beispiel, dass diese Aktie zwar jetzt gewonnen hat, also die war einer der Gewinner im Monat Februar. Sie ist von ihrem Tief eben bei ungefähr 3 € auf jetzt knapp 5 € zurückgekehrt,
Aber wenn wir mal hier die langfristige Gewinnentwicklung anschauen, dann sehen wir, dass man vielleicht bei 18 € eingestiegen ist. Und jetzt haben wir halt noch 5 €. Das heißt, langfristig wird man mit solchen Aktien nicht glücklich. Wenn man Trader ist, dann kann man durchaus vielleicht mal ein Schnäppchen machen, wenn man unten einsteigt und oben wieder verkauft. Aber für die langfristige für das langfristige Investieren, da sollte man doch eher dann die Finger von solchen Aktien lassen. Aber wie gesagt, dadurch, dass die Dividendenrendite auf dem Vordergrund steht, jetzt bei der Economy wohl eher nicht, aber bei Aktien wie denen hier unten da eher schon. Und das langfristige Gewinnwachstum eher nicht so präsent ist in den Köpfen der Anleger und auch relativ schlechte Aktien, sage ich mal, für langfristige Investments, dann auch mal gute Monate haben können. Das macht es eben ein bisschen schwerer, hier dann den Überblick zu behalten und konstant auf Aktien zu setzen mit langfristig positiven Gewinnentwicklungen. Ich hoffe aber, dass ich in dem Video das jetzt nochmal beispielhaft habe darstellen können. Bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!